Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ich will immer Graces sagen, mein Gott. Ja, in der letzten Folge ist die Kanone irgendwie hochgegangen und hat Myla und Jude hinab in die Tiefe geschleudert, wo wir wieder zur Anfangsstadt zurückgekommen sind. Und ja, dort sind wir jetzt Staatsfeinde. Super. Zum Glück hat uns aber ein Typ namens Alvin gerettet und uns mit auf dieses Schiff genommen. Beziehungsweise er hat Jude auf komische Weise mitgeschleppt und Myla ist einfach ohne uns geflüchtet. Ja, wie es jetzt weitergeht, sehen wir jetzt. Hang in there, kid. Wieso konnte das nicht? 5 Sekunden vorher. Ich hasse es wirklich, so zwischen mitten in den Szenen Schnitt zu machen. Und dann kommt hier 5 Sekunden. Ist gut, ist schon gut. Egal. That captain needs to lay off a bit. Is he planning to grill us the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. I can't believe we're heading to Azul. Look, we're leaving Fenmon's Spirit Climb. Okay. You said you're a med student. Didn't expect that. Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Well, cash, of course. How does saving us make you money? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you. Now that I've swung to your rescue and impressed you with my derring do, I can charge you for my services. Charge us what? I'm nearly broke. Same goes for me, I'm afraid. Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? Nothing on me. Everything happens so fast. I doubt I have anything that would sell for a high price either. What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. You're on the right track, kid. I'm a mercenary. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours, and we help people. For a price. Well, it would seem like you helped us for free. Well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Anjou. Ich bezweifle, dass das seine wahren Gründe sind. Charity work. Wonderful. Are we there yet? Der Typ hat uns beobachtet. Der will irgendwas von uns. Ich traue dem noch nicht so. It's hard to believe we're in a whole different country, although it feels just like home. Well, this part of Azul is hardly what I'd call exotic. Huh. Hey, there's a map. Let me check it out for a bit. Brave kid. The way he plays it cool. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? He insisted on helping me.
I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. He's here of his own accord. I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face. Was hätte der denn machen sollen? Either way, he's still acting like an adult. North of here. So, you leaving now? No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Well, yeah, of course. Could you teach me how to use one? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? The four? Not sure I follow. But I'd be more than happy to teach you. If only you had some cash. So you won't help? Here, how about we make some moolah while I train you? What do you mean? Well, there's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. Okay. Wenn du mit einer Figur sprichst, über der ein schwebt, tritt ein Nebenereignis ein. Ja, ist spät, Entschuldigung. Für das Abschließen solcher Nebenereignisse gibt es Geld und Objekte. Suche diese Figuren bei jedem Besuch in der Stadt auf. Okay. Gruppenmitglieder geändert. Und wir haben Alvin in unserer Truppe. Hat der. Ja, der hat wahrscheinlich schon. Dämonenzahn, Tigerklinge. Hey, das sind Techniken, mit denen ich was anfangen kann. Tigerblade. Ach, da ist dieser Aufherzangriff. Und Dämonenzahn ist eigentlich der gleiche wie Dämonenfaust, nur mit einem Schwert. Okay. Ich sag doch, jeder Schwertkämpfer hat das. So, Liliumkugel, was hast du denn bis jetzt? Drücke Select, um Autonavigation zu nutzen. Autonavigation führt dich über vorgeschlagene Wege und aktiviert unterwegs Knotenpunkte. Bei 4 WW aufgebraucht, wir können nicht mehr zugewiesen werden. Sei vorsichtig mit den Auto. Ja, okay, das wurde bei dem bestimmt schon gemacht. Ja, ist ja klar, was hat der denn alles? Zauberschutz, da kann auch das. Dämonenzahn, warte mal. Falls sich aufgeladen, dass Feinde verdreschende Art scharfer Dämonenzahn. Der kann die Dinger auch aufladen? Verwandelt sich in Tigerzorn? Warte mal. Aufsteigender Wirbel geht nicht. Kurzer Gewinn. Dämonenzahn hatte er ja von Anfang an. Er hat das nicht. Er kann seine Angriffe aufladen. Ey. Wie geil. So, Ausrüstung, was hast du denn? Boah, hast du ein dickes Schwert. Ein Breitschwert, okay. Ja, okay, wusste ich aber schon. Ja, ich weiß schon, wer die ganzen Hauptcharaktere sind, aber wie gesagt, ich weiß nichts von denen. Dass der zum Beispiel ein Söldner ist, wusste ich auch nicht. Fertigkeiten. Du kannst FP nutzen, um von dir erlernte Fertigkeiten einzustellen. Fertigkeiten werden nach ihren Effekten in drei Kategorien eingeteilt. Parameter, Aktion und Hilfe. Stärkere Fertigkeiten erfordern mehr FP. Du kannst sie nach Belieben einstellen. War schon immer hier? Ach, das sind die Dinger. Oh, ich dachte, die wären von. Ich dachte, die wären immer aktiv, wenn man die erlernt hat. Ja, okay, dann. Ach, das ist wie bei. Jemals Tales of Symphonia. Beziehungsweise Symphonia 2. Symphonia habe ich nie gespielt. Level Wiederherstellung. Okay. Ausdauer erhöht die Maximal-KP um 5%. Ah, cool. Ja, das kommt mir bekannt vor aus Symphonia 2. Okay. Du bist doch mit Sicherheit eine Questgeberin. Hey there. You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, you're mercenaries. Oh, perfect timing. What kind of request? Someone's got a problem with monsters, and we get paid to solve their problem. Oh, so by taking on these jobs, you get the reward, and I get the practice. Right, everybody wins. Well, except the monsters. Yeah. Okay, hit us with the details. Some monsters we've never seen before are lurking near a lake west of the Sea Haven. A lot of people depend on that lake for water, so those monsters have become a real nuisance. I'm looking for someone to exterminate the beasts. What's the reward? Cash, of course.
You heard the woman. Thoughts? Sounds fine to me. Fighting monsters will be good training. Excellent. Now these beasts are no pushovers, so please watch yourselves. Ach. Bitte. About your sword training. The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know? We should go over some basics first. I appreciate it. Ready your sword. Well, that'll do. You have my gratitude. Schwert ziehen. Ende. Jetzt weißt du, wie man ein Schwert zieht. Shall we go? Wait, Jude. Take a moment to consider your situation. You don't have to stay with me anymore, you know. Right. Now that we've crossed the border, it'll be a while before any pursuers from Rashugal get here. What are you suggesting? Just that he still has some time to think things over. Sorry, I'll make up my mind by the time you set off. Okay, very well. Let's go and complete that request. You thought you were doing the right thing. Now you're on the run. That's a pretty tough lesson for a kid your age. Yeah. But I brought it upon myself. Na gut. Der uneinvolle Schlüssel. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. So this must be the key they used to arm it. Do you want something? Whoa, hold your fire. I come in peace. Can't a mercenary have a friendly chat with his clients? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Sheesh. You make me sound so unsavory. Do you berate poor Jude like this too? I don't intend to berate anyone. That was never my intention. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. That's a surprisingly tender sentiment. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Those are good words to live by. Although, with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Not the type to sugarcoat things, are you? So. Ganz wichtig, ein Speicherpunkt. Ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Kann ich dahin gehen, ohne dass es mich irgendwas stört? Weil ich würde gerne zwischen den Aufnahmen speichern. Okay, dann werde ich die nächsten 2 Minuten erstmal damit verbringen, die Ausrüstung und so nachzugucken. Waffen? Kein Problem. Die LAN-Erweiterung wurde freigeschaltet. Die LAN-Erweiterung ist ein Spielsystem, mit dem du Leben, Materialien und Geld geben kannst, um Produktpaletten der Läden zu erweitern. Wie zu erweitern aus? Wenn du Läden erweitern, dann haben sie Punkte erreichen, die sind bestimmten Wert, steigen LAN-Level und die Lage bestimmt werden noch zurückgeführt. Die Preise der Objekte, die du im LAN verkaufst. Okay. Ich kann also den Shop aufwerten. Indem du... Wobei soll ich wissen, was ich denen schenken kann? Muss ich das bei jedem einzelnen Shop machen auf der Welt oder was? Okay. Ah, okay. Ja, das würde ich aber erstmal im nächsten Part machen. Und das sind alles Sachen, die wir schon haben. So, Rüstungen. Lederhelm. Ach, das sind noch alles. Ach, das sind noch Standardsachen, okay. Na gut. Ist das eine echte Taube? Ja, das ist eine echte Taube. Ja. Ratten der Lüfte. So. Okay, das, ja, noch nicht so viel passiert hier. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Verdammter Stuhl.